Willkommen zurück hier auf Greifer Company mit dem Schaf und Grimmett Inc. Es handelt sich hierbei bereits um das letzte Match des 4-Player-Rankings. Wie man hier vielleicht so ein bisschen im Hintergrund sieht. Ich brauche einen Sieg. Ein Sieg wäre ziemlich erfreulich. Ja, die gleiche Auswahl wie bei dem Spiel, was ich verloren habe. Und ich habe den Tüftler gespielt und verloren. Ja, ich glaube, ich würde diesmal einfach den Spieler nehmen. Ich bin kein großer Fan von dem Tüftler in solchen Spielen. Warum nicht? Ja. Weil wenn man mal genau anschaut, ist es so, dass man sehr, sehr früh attackiert wird. Und diese Karte ist schneller, wirklich schneller als die andere Karte. Auf der anderen Karte braucht man immer circa im Durchschnitt eine Stunde für ein 4-Spieler-Spiel mit den Punkten. Hier ist es um einige schneller. Und ja, man muss sich mit den Tüftler echt zurückhalten. Und ich weiß, viele können das, aber ich weiß nicht, ich habe irgendwie so viel Pech gehabt mit dem momentan. Ja, dass ich es einfach erstmal sein lassen wollen würde. So, ich versuche mal hier so ein kleines Manöver zu machen. Das Manöver ging schief. Er hat die 6 gewürfelt. Das wäre meine 6 gewesen. Also ich brauche ja nur was Positives. Das würde mir schon ausreichen. Ja, schauen wir mal den Dieb an. Ja, ich würde mal sagen, Lampengeister ist in Ordnung. Gleich wieder die Arklist verschwinden lassen. Und würfeln. Ich bevorzuge mit dem Spieler auf Risikofelder zu gehen. Ja, weil es einfache Würfelfelder sind. So, leider habe ich nur die Möglichkeit hier. Jetzt würde ich tatsächlich schon dazu neigen, Hartz IV Express zu nutzen. Tragisch. Ja, sieht natürlich finanziell ziemlich schlecht aus. Aber vielleicht habe ich ja ein bisschen Glück im Spiel. So, verkaufe, nee, verkauft nicht. Also mehr kann ich ja nicht machen. Jetzt mache ich 2 im 4er Schritt und hoffe, dass ich im Casino dann den einarmigen Banditen spielen kann.
Ich habe nicht so viel Angst momentan vor Ungemachen, weil, naja, im Gefängnis landen, das ist kein allzu großes Problem für mich. Ein paar neue Karten wären schon nicht schlecht. Ich denke mal, das kann man so machen. Muss ich zwar aussetzen, aber okay. Okay, man wollte es immer noch einarmigen Bandit zu spielen. Dazu bräuchte ich nun allerdings schon wirklich eine 6. Ist nicht so unwahrscheinlich, die zu kriegen. Mal schauen, ich bin gespannt. Immerhin werde ich diesmal nicht so stark fokussiert wie mit dem Tüftler. Das ist wirklich etwas, was mich richtig nervt. Ich weiß auch nicht, vielleicht seitdem der Banker ein bisschen schwächer geworden ist. Weil Gold halt, ja, oder das Einkommen extrem teuer wird mit der Zeit. Dass sich jetzt viele auf den Tüftler eingeschossen haben, ich weiß es nicht so genau. Nur Spekulation natürlich von meiner Seite aus. Okay, das ist schon mal recht gut. Entschuldigung, Hälfte des Geldes weg. Er möchte auch ins Casino. Sieht da sehr, sehr, sehr nach Falschspieler aus. Dass er hier so eigenartig kreuz und quer eilig hat, kann eigentlich nur das bedeuten. So eine 4 oder eine 6. Nein, es läuft nicht gut. Tja, ich kann es wenigstens wieder versuchen, eine Runde zu gewinnen. Jetzt kommt Falschspieler. Nein, kein Geld. Wow, dafür diesen Weg über all die Ungemachsfelder. Ziemlich mutig. Er hat wieder die 6 geworfen. Kurz vor mir, ich stehe vorm Casino, die Leute laufen rein und machen das Ding. So, wo ist meine 6? Tja, Pustekuchen. Nicht der Ärmste, ja. Wow. Es scheint ein richtig mieser Tag zu sein für den Spieler. Ja, ist auch die Frage. Gehe ich jetzt nochmal den Umweg und hole mir ein bisschen Kohle? 200. Ich meine, wenn es mit dem Glücksspielfelder nicht läuft, dann hoffentlich vielleicht auf diese Art und Weise.
gerade das Spiel. Ernsthaft? Aha, Stimmen. Noch mehr Stimmen. Tja, ich werde trotzdem direkt reingehen. Vielleicht habe ich Glück. Und finde was Vernünftiges. Nö. Es bleibt dabei. Das ist ein extrem langsames Spiel diesmal. Zu anderen Zeitpunkten hatten die Leute schon um einiges mehr Punkte. Kommt jetzt wieder eine 6? Nein, die 1. Das war sozusagen ein Nuller. Das ist sehr schön, endlich mal ein bisschen Kohle. Okay. Finde ich überhaupt nicht geil. Tja, so viel zu mal endlich ein wenig Kohle. Ja, ich will halt schon gerne versuchen, so schnell wie möglich nach hinten zu kommen. Dann nehme ich auch Knast in Anspruch, wenn es denn sein muss. Ja, vielleicht macht der Dieb ja auch den Weg für mich. Vielleicht läuft er mit einer dicken fetten 6 in die Richtung. Nein, das ist nicht der Fall. So. Ah, verdammt. Jetzt bekomme ich natürlich das Ding auf die Hand. Okay, Fallspieler. Kann ich mir vorstellen, dass er das nicht so lustig findet. So, wir gehen jetzt direkt nach oben. Oh. What the heck? Sehr eigenartige Methoden. Ja, oh, naja. Dafür kann man auch schon mal. Dafür kann man auch schon mal. Okay. Das ist ja richtig wütend auf ihn, oder was? Und ich will jetzt hier klein krieg. Tja, ich werde wohl Entschleuniger einsetzen. Sieht so aus, wenn der Büttel irgendwie auch eine Gefängniskarte auf der Hand hatte. Oder hat. Ich nehme das mal so, wie es ist.
Auf Nacht hätte ich jetzt keinen Bock. Ich würde jetzt sehr gerne entschleuniger durchbringen. Und mit etwas Glück kriege ich eine Viererkarte. Um mit dem Dieb zu switchen. Ja. Die haben hier einen kleinen Fight am Laufen. Ja. Yeah. Das sind für mich immer diese unverständlichen Aktionen. Sollte ich? Nein. Ich werde hier recht langsam entlang schreiten. Er schießt aber in alle Richtungen. Mann. Ich komme direkt rein, dank der Kürze dieser Map. Tja, ja, ich denke, ich werde dann auf eine gute Investition gehen. Ist ja nicht so ideal, jetzt noch eine A-Class aufzubauen, aber der Dieb hat ja auch einiges. Inflation wäre jetzt natürlich das Grauen überhaupt. Tja, Herr Bürgermeister legt auch ziemlich los. Okay. Er nimmt tatsächlich die Arklist. Dadurch bin ich jetzt erstaunlicherweise derjenige, welcher der am wenigsten Arklist hat. Tja, was ich mir wünschen würde, wäre die Polizeikarte, wie hieß sie noch? Vom Saulus und Paulus, genau. So, er könnte jetzt das Polizeischiff benutzen. Nö, tut er nicht. Er scheint doch zur Bank zu wollen. Mal wieder eine 1 gewürfelt, ist natürlich nicht so geil. Tja, ich würde halt schon gerne Salto Mortale mir bewahren.
Aber naja. Vielleicht gehe ich hier wirklich langsam voran. So eine Sache. Ich werde langsam vorangehen. Ich werde das Risiko auf mich nehmen. Der sammelt ganz schön. Das sollte man nicht tun. Also das Match ist um einiges entspannter, das ist wirklich richtig langsam. Sehr eigenartige Methoden, ja. Also die Spieler sind eher nicht so gut. Deswegen hoffe ich doch mal, dass ich das auch gewinnen werde. Tja, das wäre ja schon diese Kombi. Hier und dann Flug. Hier hingehe. Und dann mit Seite Montale hier rumlaufe, ist das glaube ich die bessere Option, als jetzt zu springen. Ich glaube auch, dass das hier die bessere Option ist. Kann ich vermutlich mit dem Dreier rumlaufen und dann hier reinlaufen. Ja, der Büttel muss auch aufgehalten werden. Der legt richtig hardcore-mäßig los. Will er wirklich klauen? Ob sich das lohnt? Naja, ich meine, muss er selbst wissen. Auf jeden Fall sehr risikolastig. Das sieht nach Casino aus. So ist es auch. Übrigens, der Stapel ist gerade durchgemischt worden. Das hat genau gepasst. Okay. Da muss ich wahrscheinlich doch einen Auftrag von Eunor einsetzen. Oder Eunor. Ja, das war natürlich nicht so geil. Scheinen wir noch nicht so eine große Bedrohung zu sein.
hat er Glück gehabt. Tja, kommt direkt die Rache. Er kriegt auch direkt die Karte auf die Hand. Schon ziemlich gefährlich. So, er geht rein. Kommt die nächste Aktion. Haben sie echt aufeinander eingeschossen. Ja, ich meine, der Dieb ist auch ziemlich weit vorne. Keine Frage. Muss man schon sagen. Das sieht nach Chaos Agent aus. Agent des Chaos, genau. Ja. Nachvollziehbare Wahl. Der Mensch wäre so irgendwie ganz langsam schleichend auf die 17 zu kommen. Und dann halt selbst. Oh. Ja. So einen Quick-Finisher zu machen. Oh, was macht denn der da? Teleporter ist sehr schön. Ja, das wäre eben die 17, von der ich gerade geredet habe. Sie wäre in greifbarer Nähe. Und ja, zweite Chance natürlich schön, weil man da dann direkt rüber springen kann. Mit einer recht hohen Wahrscheinlichkeit. Es fehlt immer noch Inflation. Ich werde hier jetzt auch einfach nur rumlaufen, ohne in die Bank zu gehen. Weil das bringt mir das ist momentan sowieso erstmal nicht viel. Ich meine, das sind 22 Punkte mit dem Verbrennen der Permanenten. Aber naja. Okay, ich habe nichts. Okay, nimmt die Hölle.
Ich weiß nicht, was er will, er hat keine permanente Karte. Agent des Chaos ist raus. Ja, wahrscheinlich hat er sich vertan. Das ist jetzt natürlich recht interessant. Ich bin ja eher für den Dieb. Trifft sowieso alle. Die einen härter als die anderen. Aber Astralaufzug ist auch eine schöne Nummer. Ich darf halt nur nicht im Casino versagen, natürlich. Besonders weil ich halt ein hohes Einkommen habe, ist das Astralaufzug ziemlich perfekt, da ich dann auch hier oben den 13er auslösen könnte. Mit seinen 40 Stimmen, meine Güte. Tja, es hat sein Einkommen gerade ein bisschen zerhauen, aber immer noch 20 Stimmen. Wow. Wirklich respektabel. Jo. Er hat sich für den Knast entschieden, was so viel bedeutet, dass er eine entsprechende Karte hat, um rauszukommen. Wie immer, ich hoffe, es ist nicht verraten und verkauft. Dass er es wirklich macht, für das bisschen Kohle, naja. Muss er wissen. Muss er selbst wissen. Tja. Was benutze ich, um reinzulaufen? Ich würde sagen, vergiss Porzellmat und ihn ins Kittchen bringen. Ich meine, ich habe Holz der Teufel auf der Hand und damit bin ich ein bisschen safe, was Punkteschaden angeht. Aber dennoch ist es eine Gefahr. Er kann natürlich auch einknasten. Was er wahrscheinlich tun wird. So ja nicht. Ja, bedauerlich Unfall. Passiert schon mal. Ich werde mit ihm switchen. Mit dem Dieb selbst.
Ja, Knast wäre in Ordnung. Tja, das wollte er wohl nicht. Den habe ich einfach zum simplen Verkauf gezwungen. Ja, mir fehlen natürlich 20 Gold. Wow. So, jetzt zieht das durch. Endgültig. So, hier hoffe ich mal auf Erfolg. Das war kein Erfolg. Das war einfach nur mies. Ja, das ist jetzt natürlich auch gefährlich, keine Frage. Nicht schlecht. Wow. Das könnte ihm natürlich den Sieg bringen. Aber wenn er jetzt wieder klauen will, ne, dann ist das, naja. Na, er klappt nicht. Geht in den Knast. Ich kann einen Punkt machen. Scheiße, Beben. Schön für ihn. Tja, irgendwo brauche ich ja noch einen Punkt. Ich habe keine Ahnung woher.
Der ist nach mir dran, der Büttel. Ich würde den erstmal gerne behalten. Er kann auch gewinnen. Keine Frage. Sieht so aus, als wenn der Politiker noch gewinnen würde. Weil ich habe nichts Brauchbares auf der Hand. Aber er gerät jetzt mit dem Büttel aneinander, was ja auch recht schön sein kann. Tja, ich hoffe, dass der Büttel ihn einbuchtet. Nein. Aber ich krieg ihn auch nicht eingebuchtet. Ich habe nicht die richtige Karte gefunden. Ich meine, er muss ja noch ein ganzes Stück laufen. Aber kommt er mit 0 gegen ihn an. Wow. Okay, ich will einfach nur eine neue Hand haben. Das wird mir halt schon reichen. Ja. Die Karte hat auch, das Ungemach hat auch noch gefehlt, ja, aber musste das hier unbedingt da jetzt gerade so kommen. Naja. Freiwilliger. Ja, Karten sind wieder gemischt, es kann wieder alles Mögliche kommen. Das interessiert mich eigentlich nicht so wirklich. Tja, er trifft leider die 3. Ich glaube, das wollte er nicht. Sehr schön. Tja, es ist alles wieder ein bisschen offener geworden. Tja, hier fehlt auch 2. Ja, es ist halt so, wenn man keine Karten auf der Hand hat und es ist auch irgendwie nicht ins, ins Inferno schafft, ist das halt immer, ja, kann gar keine Worte dafür finden.
Das war aber ganz schön knapp. Ach ja. Wenn er ihn jetzt wieder in den Knast bringt dadurch. Ah, tut er nicht. War nicht wirklich interessant. Kuriosität ist natürlich sehr witzig, dass ich die jetzt habe. Weil wenn der Büttel da weg ist, kann ich tatsächlich in zwei Zügen sozusagen beenden, wenn ich rauskomme. Das ist natürlich noch die nächste Frage. Der Büttel wird, glaube ich, noch ein bisschen brauchen bis zum Gericht. Das wird eine knappe Nummer werden. Aber ich hoffe, dass das doch noch mal ein sechster Sieg wird. Ah. Okay, schon mal ganz gut. Läuft er nach oben? Nein, er läuft direkt zum Gericht. Das ist natürlich nicht so erfreulich, wenn er direkt zum Gericht läuft. Aber er hat wahrscheinlich keine Nicht-Falsch-Aussage auf der Hand, sonst hätte der Dieb das ja gesehen. Und er hat auch keine Stimmen, davon mal abgesehen. Er hat eigentlich nicht wirklich viel, was er machen kann. So, jetzt wird es spannend. Er hat auch nicht mehr wirklich viel auf der Hand. Das heißt, er kann mich nicht in den Knast reinbringen. Er kann mich auch nicht in den Knast reinbringen, da sie keine Kohle haben. Dort kann er nichts gegen mich ausrichten. Das heißt, ich glaube, das ist mein Sieg. Das dürfte mein Sieg sein. Ja, okay, er geht auch nicht zum Gericht. Ah, das ist auch egal. Außer er hat noch irgendwie Tausch oder sowas. Er könnte natürlich. Der Dieb könnte natürlich. Sehr schön, dass es auch raus ist. Dass er noch den Tag versorgen kann, aber er ist eigentlich sowieso zu spät. Aber der Dieb. Der Dieb kann es halt noch machen. Er macht nichts. Aber der Dieb. Er hat den Sieg der Richtigkeit auf der Hand. Er hat nichts genutzt. Ja, er hat Hehler, okay. Tja, ich habe aber noch Dings da.
Das ist natürlich wieder tragisch, dass das alles wieder nicht so funktioniert hat, wie es hätte funktionieren sollen. Das ist nicht so schlimm. Tatsächlich. Ich kann sogar den Sprung wagen. Er ist hier viel schlimmer. Tja, 4-5. Ich komme halt auch nicht wirklich gut raus. Der Politiker ist halt noch ein Problem. Komm schon. Und der Blicke ist nicht mehr dran, das ist das Gute daran. Und er hat Sieg der Gerechtigkeit weggehauen. Und er kann hier nichts machen. Okay. Aber er hat auch keinen Sieg der Gerechtigkeit. Er kann auch nichts machen. Ja, ist die Frage, hat der Dieb Falschaussage auf der Hand? Das ist die einzige letzte Frage. Hat der Dieb Falschaussage auf der Hand? Und wenn ja, kommt er zum Gericht. Der Sprung des Lebens. Er tut gar nichts. Nein, er kommt nicht dran. Aber er hat nochmal ein Ungemach auf Lager. Tja, es ist nur Präsidentschaft. Dass sie das ziehen, wäre ziemlich ungewöhnlich. Nein. Ja. Sehr schön. Puh, ja, mein Endstand vorerst ist 1005 Punkte. Sund hat natürlich noch ein Spiel offen. Er hat noch ein Spiel offen. Pro Spiel gibt es, also für den Sieg gibt es 150 Punkte. Das heißt, wenn er sich einen Sieg holt, hat er mich eingeholt, ganz klar. Keine Frage. Ja. Ich werde euch darüber informieren, wie es ausgegangen ist. Ich werde, denke ich mal, noch ein kurzes, kleines Video anfügen zum Schluss, wenn das hier vorbei ist, und euch die Ranking-Übersicht geben. Das wird ja erst... Ja, ihr werdet das schon sehen. Bis ich das hochgeladen habe, ist das auch schon da. Ja, tatsächlich meine erhofften 6 Siege geschafft. Damit werde ich, denke ich mal, in der Top 10 bleiben und mir einen Teil der Preise holen. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen bis hierhin. Das war's erstmal von mir. Euer Schaf hier auf Crafter Company mit Gremlins Inc.